Deutschlandfunk, kontrovers. Heute mit Jasper Barenberg im Studio einen schönen guten Morgen. So viel darf man wohl als sicher annehmen, dass Russlands Präsident, dass Wladimir Putin, viel Freude dabei gehabt hat, als Donald Trump zuletzt den NATO-Gipfel in Brüssel in Aufruhr versetzte, als er drohte, die Allianz aufzukündigen, als er Zweifel säte am Bündnisversprechen der USA, als er Angela Merkel attackierte und später in London die britische Premierministerin belehrte und beleidigte. Von einer Krise im transatlantischen Verhältnis zu sprechen, das hält mancher Beobachter nach dieser Erschütterung inzwischen für eine grobe Verharmlosung. Beim Treffen mit Kremlchef Putin heute in Helsinki holt Trump möglicherweise schon zum nächsten Schlag aus. Trump, Putin und der Westen, passt das noch zusammen? So haben wir diese Ausgabe von Kontrovers deshalb genannt. Es bleibt ja dabei, Trump kuschelt mit Autokraten und er wütet gegen Verbündete. Legt der US-Präsident dabei die Axt an die Grundlagen der vielbeschworenen westlichen Wertegemeinschaft? Und wenn sie zerbricht, was kommt dann? Und was bedeutet das alles für Deutschland und für die Europäische Union? Darüber unter anderem wollen wir heute diskutieren. Aus Bremen ist uns dazu Ralf Füchs zugeschaltet, der frühere Chef der Heinrich-Böll-Stiftung. Heute leitet er das von ihm gegründete Zentrum Liberale Moderne. Schönen guten Morgen nach Bremen. Guten Morgen. In München begrüße ich Peter Büstron, den Obmann der AfD im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. Schönen guten Morgen nach München. Guten Morgen, Herr Barenberg. Guten Morgen an alle Zuhörer. Und aus unserem Hauptstadtstudio ist uns der SPD-Politiker Gernot Erler zugeschaltet. Lange Jahre lang der Russland-Koordinator der Bundesregierung. Gerade hat er außerdem ein Buch zu unserem Thema heute Vormittag veröffentlicht. Titel Weltordnung ohne den Westen, Europa zwischen Russland, China und Amerika. Schönen guten Morgen nach Berlin. Ich grüße Sie aus Berlin. Eine ganze Reihe von Anmerkungen, Fragen, Meinungen haben uns heute Vormittag, heute Morgen schon erreicht ab 8 Uhr. Wir haben einige davon, wie gewohnt, zum Start in unsere Diskussion zusammengestellt. Ja, guten Morgen, mein Name ist Krüger. Da trifft ein Haifisch auf eine kleine Ölsardine. Der Trump muss aufpassen, dass ihn der Putin nicht verschlingt. Klaus-Rüdiger Hoppens aus Kolkwitz. Herr Putin lacht sich tot. Er hätte wahrscheinlich in seinen kühnsten Träumen sich nicht vorstellen können, dass seine Investition in den amerikanischen Wahlkampf so viel Rendite abwirft. Monika Gödecke aus Celle. Trump hat, wenn unsere Berichte stimmen, ja eine ziemlich dünne oder kurze Zündschnur. Und Putin als ausgebildeter Geheimdienstmensch wird sich dieser Klaviatur zu bedienen wissen. Ich halte Putin persönlich für gefährlicher für den Westen als Trump. Aber das, was Trump jetzt macht gegenüber Putin, ist unprofessionell bis zum Gehtnichtmehr. Guten Morgen, mein Name ist Bartholomä. Ich rufe an aus dem Saarland. Der amerikanische Präsident muss jetzt liefern. Schließlich ist er Präsident geworden mit Hilfe Putins. Ein Teil hat er schon erfüllt. Er stiftet Unfrieden im Westen. Und jetzt kommt er zum Rapport und da werden weitere Schritte besprochen. Das ist also meine Meinung. Guten Tag, mein Name ist Paul, ich rufe Sie aus Hamburg an. Ich bin der Meinung, dass diese Aufregung darüber, dass Trump sich mit Russland in irgendeiner Form einigen könnte, nach wie vor noch zu tun hat mit dem alten Blockdenken. Es sollte wirklich aufhören. Bauersfeld, Hannover. Die Gleichsetzung zwischen Trump und Putin ist falsch. Die USA sind ein demokratischer Staat und Russland inzwischen eine Diktatur. Deutschland sollte an der Seite der USA bleiben, trotz aller Probleme, und nicht die Seiten wechseln von Freiheit zu Unfreiheit. Soweit einige Einschätzungen aus dem Kreis unserer Hörerinnen und Hörer. Ralf Füchs, vielleicht fangen wir zwei beiden an sozusagen. Wie würden Sie die Ausgangslage vor diesem Gipfeltreffen, nach allem, was wir in den letzten Tagen am Wochenende erlebt haben, wie würden Sie die beschreiben? Dazu war ja in den Hörerkommentaren schon viel Richtiges zu hören. Die NATO und der Westen sind in einer völlig desolaten Situation. Dass niemand der bisherigen Verbündeten der USA in Europa weiß, mit welchen Plänen und Absichten Trump nach Helsinki fährt und welche Art von Deal er möglicherweise Putin anbieten will, ist ja bezeichnend dafür, dass es keinen strategischen Dialog mehr gibt und keine politischen Gemeinsamkeiten zwischen der neuen amerikanischen Administration und den Europäern.
Ich stimme allerdings auch allen zu, die sagten, das ist noch lange kein Grund für uns, die NATO von unserer Seite aus aufzugeben, die transatlantische Allianz zu sprengen und einen Seitenwechsel zu vollziehen an die Seite eines autoritären und militaristischen Russland. Hm. Peter Büstron, auch der Guardian kommentiert heute Morgen, wir wissen nicht, warum Trump dieses Treffen eigentlich will, abgesehen davon, dass er es genießt, im Scheinwerferlicht zu stehen. Stimmen Sie Ralf Füchs zu, dass alle, auch die westlichen Bündnispartner, da einigermaßen im Dunkeln tappen? Oh, überhaupt nicht. Also schauen Sie, das ist sogar jetzt in den Nachrichten heute Morgen schon verkündet worden. Präsident Trump hat gesagt, viele Jahre der Unvernunft und Dummheit von der Seite der USA haben das herbeigeführt, dass es jetzt das schlechteste Verhältnis zwischen den USA und Russland gibt. Das ist eine Bestandsaufnahme, ist eine Analyse des Ist-Zustands. Wenn Trump jetzt sich in Helsinki mit Putin trifft, das ist doch ein Zeichen dafür, dass er diese Phase beenden will und dass er zu einer Normalisierung und zu einer Verbesserung der Beziehungen zu Russland hinstrebt. Und was würden Sie sich darunter vorstellen unter diesem Schlagwort Verbesserung der Beziehungen zu Russland? Ja, ich denke, dass man in erster Linie Russland aufhören sollte, als den großen Gegner und als Feind zu betrachten. Wir als Deutsche wissen das doch am besten, dass Russland ein Teil des europäischen Kulturkreises ist, dass es ein Staat ist, das mit uns gemeinsam auf dem Kontinent ist, mit dem wir gute Beziehungen haben sollten. Mhm. Holen wir noch Gernot Erler ins Boot. Herr Erler, Sie haben sich Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, möchte ich sagen, mit dem Verhältnis des Westens, insbesondere zu Russland, beschäftigt. Auch an Sie nochmal die Frage, was ist heute die Ausgangslage vor dem Treffen Trump-Putin? Wir haben, und darüber stimmen eigentlich alle, die hinschauen, überein, die tiefste Krise zwischen Russland und dem Westen seit dem Ende des Kalten Krieges im Augenblick. Und das hängt ganz wesentlich mit der Ukraine, mit dem Ukraine-Konflikt und mit der Annexion der Krim durch Russland 2014 zusammen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ohne einen Fortschritt bei den politischen Bemühungen um die Lösung dieses Konfliktes so etwas wie eine Normalisierung oder eine Beendigung der Entfremdung zwischen diesen beiden Kräften nicht stattfinden kann. In diesem Kontext kann man natürlich nur hoffen, dass auch über dieses wichtige Thema bei dem Gipfeltreffen gesprochen wird. Ich bin aber nicht sicher, weil mein Eindruck ist, dass beide Seiten die Erwartungen runterschrauben. Wenn heute Trump sagt, das Verhältnis zu Russland ist so schlecht wie nie, dann bedeutet das ja auch, dass alleine wenn die beiden Staatenlenker zusammenkommen und sich nicht sofort gegenseitig an die Gurgel gehen, das schon eine positive Meldung ist und dann schon im Grunde genommen als Erfolg verbucht werden kann. Also es gibt ein Erwartungsmanagement auf beiden Seiten und das lässt mich zweifeln, ob in der Sache bei vielen wichtigen Punkten, ob das Ukraine oder Syrien ist oder die Frage des Welthandels, dass da etwas Besonderes, Konkretes herauskommt, da habe ich Zweifel. Ich fürchte, es ist noch ein bisschen schlimmer, Herr Füchs, weil bei allen politischen Differenzen, die gegenwärtig zwischen dem Westen und Russland bestehen, Trump und Putin, glaube ich, doch auf einer ziemlich ähnlichen Wellenlänge schwingen. Ja, die halten beide nichts von Völkerrecht und einer normativen internationalen Ordnung. Können Sie das belegen, diese Behauptung, Ordnung? Herr Füchs? Was erzählen Sie da? Können Sie das belegen? Genau, wird er gleich ausführen. Nein, Sie können doch hier nicht sowas in den Raum stellen. Russland hat die Europäische Friedensordnung gesprengt. Sie hat sozusagen die Helsinki-Charta und die Verträge von Paris über den Haufen geworfen mit der Annexion der Krim und dem Angriff auf die Ukraine. Georgien nicht zu vergessen, das völkerrechtswidrige Vorgehen in Syrien. Und Trump demonstriert ja nun auch bei jeder Gelegenheit, dass er kein Freund multilateraler Bündnisse ist und dass er eine America First, also eine strikt nationale Außenpolitik
verfolgt, die die Welt betrachtet als eine Art Nullsummenspiel. Was der eine gewinnt, das verliert der andere. Und das ist sehr nah an dem, wie Putin denkt. Und es gibt ja auch viele Hinweise darauf, dass die russische Regierung, der Kreml, alles daran gesetzt hat, um Trump zum amerikanischen Präsidenten zu machen. Und das war sicher kein Zufall. Herr Büstron, Sie wollten da Einspruch erheben. Na, ich bin schon überrascht, dass hier die Lage so dramatisiert wird, dass sogar von Herrn Erler hätte ich das nicht erwartet, dass Sie sagen, Sie erwarten, die beiden Staatsmänner würden sich an die Gurgel gehen. Schauen Sie, das ist doch... Nein, ich habe gesagt, wenn sie nicht an die Gurgel gehen, wird das schon als Erfolg gewertet. Schauen Sie, wenn der amerikanische Präsident sagt, dass das schlechteste Verhältnis zwischen den USA und Russland der Unvernunft und der Dummheit seines Landes geschuldet ist, dann ist das doch ein großartiges Schuldeingeständnis an die eigene Seite. Das müsste man doch erstmal würdigen. Das ist auch ein Zeichen der Deeskalation. Er wirft das ja nicht Russland vor oder der EU oder jemandem anderem, sondern er sagt, der Fehler liegt bei uns. Ja, und aber Herr Büstron, ich hoffe, Sie haben verstanden, was das heißt. Das ist nichts weiter als wieder eine Kritik an dem Erbe von Barack Obama. Ja, und selbstverständlich. Alle Beobachter von Amerika haben schon lange den Eindruck, dass ein erstes Motiv von Trump ist, mit der Abrissbirne alles, was in der Obama-Administration erreicht worden ist, abzuschaffen. Wenn Sie das als Errungenschaft betrachten, wenn Sie sagen, erreicht worden ist, das ist doch keine Errungenschaft, dass wir die schlechtesten, nein, es geht gegen das alles, schlechteste was Obama Verhältnis gemacht zwischen hat, Russland und USA haben. Nicht? Also das ist doch berechtigt. Daran ist doch Russland nicht unbeteiligt. Ich bitte Sie, ich meine... Also Sie können doch nicht einfach hinweggehen über das, was in der Ukraine passiert ist, was gegenüber Georgien passiert ist. Das ist doch das Erbe von Obama. Wenn Sie die Grenze der NATO bis vor die Tür Russlands verschieben, wenn Sie eine orangene Revolution anzetteln mit NGOs und die aus dem russischen Einflussbereich herauszutrennen versuchen, dann brauchen Sie sich nicht zu wundern, wenn die Russen in Zugzwang geraten. Wissen Sie, was Sie da gerade erzählen? Das ist wirklich Originalton Russia Today. Sie übernehmen vollständig das Kreml-Narrativ im Hinblick auf die Ukraine. Sie verwandeln eine demokratische Revolution, eine Bürgerbewegung, die Millionen von Menschen mobilisiert hat, jetzt in eine Verschwörung des CIA. Herr Büstron, im Moment, weil Sie immer dazwischen gehen, das ist gut für eine lebendige Diskussion. Ja, unsere Hörer hören bloß am besten, wenn jeder zunächst mal seinen Standpunkt ausführen kann. Also erstmal Herr Füchs würde ich vorschlagen und dann Herr Büstron als Antwort. Naja, ich echauffiere mich so darüber, dass man diesen demokratischen Aufbruch in der Ukraine, an dem Millionen von Menschen beteiligt waren, der begonnen hat mit einer Demonstration für Europa, also gegen die Aufkündigung des Assoziationsvertrags mit der EU durch Janukowitsch, den damaligen Präsidenten, der gegen die Korruption ging und gegen die autoritäre Herrschaft, dass man das als eine Verschwörung des CIA darstellt. Da geht mir wirklich der Hut hoch. Genau, und deswegen, dass man das dann zur Rechtfertigung nimmt dafür, dass sagen die Souveränität und Integrität der Ukraine, die von Russland mehrfach bestätigt worden ist, zum Beispiel in dem Protokoll von Budapest, als die Ukraine ihre Atomwaffen abgegeben hat, Amerika, Großbritannien und Russland im Gegenzug die Unverletzlichkeit der Grenzen der Ukraine bekräftigt haben. Darüber setzt man sich einfach hinweg. Man okkupiert die Krim, man zettelt einen Krieg in der Ostukraine an. Und das sollen wir alles als eine ganz selbstverständliche Reaktion hinnehmen. Herr Büstron, dann müssen Sie uns erklären, warum man das als selbstverständliche, ganz normale, nachvollziehbare Reaktion und Vorgehensweise von Russland nehmen muss. Ja, das mache ich doch gerne. Schauen Sie, es ist doch belegt und bewiesen, dass die Orangene Revolution mit NGOs angezettelt wurde. Es ist auch belegt, wer davon profitiert hat. Schauen Sie, Joe Biden ist nachher im Aufsichtsrat der ukrainischen Gasgesellschaft gelandet. Das heißt, die Amerikaner haben sich faktisch in diesem Raum breit gemacht. Sie haben ihre Interessen durchgesetzt. Also brauchen wir uns jetzt hier nicht darüber zu unterhalten, wer da angefangen hat und dass die Russen eigentlich nur eine Reaktion gezeigt haben. Und auf Ihre Frage, Herr Barenberg, vergleichen Sie das doch damit, was die Amerikaner und die EU im Kosovo gemacht haben.
Hier wurde genauso eine Sezession herbeigeführt aus einem integralen Bestandteil eines existierenden Staates. Und das ist kein Problem. Aber wenn die Russen das ähnlich in der Ukraine machen, dann ist das ein Problem. Also messen Sie doch bitte mit dem gleichen Maß. Ich würde gerne an dieser Stelle Herrn Rasche mit ins Boot holen. Der erste Hörer, der uns heute Morgen aus Münster anruft. Schönen guten Morgen, Herr Rasche. Ja, guten Morgen. Was wollen Sie beisteuern heute Morgen? Also erstens mal, die letzten Diskussionspunkte waren ja zur Ukraine und ja, zum gewaltmäßigen Übernahme der Ukraine zum Teil von Russland. Und das Gegenargument, naja, da hat ja auch Obama schon für gesorgt, dass das westliche Bündnis sich immer weiter an die Grenze des ehemaligen Russischen Reiches rangeschoben hat. Da müssen die Russen ja so reagieren. Da kann ich erstmal nur sagen, ja, sicherlich, das ist auch nichts Neues, es war sicherlich kritisch, dass das westliche Bündnis sich so weit zur russischen Grenze vorgeschoben hat. Aber immerhin hat es das friedlich gemacht, indem es mit friedlichen Mitteln sozusagen die entsprechenden Regionen für sich gewonnen hat und nicht mit militärischen. Und zu sagen, dass Russland ja dann gezwungen war zu reagieren, ja, aber es hat militärisch reagiert und das muss nicht sein. Also hier sind zwei Bündnisse mit unterschiedlichen Strategien. Das Zweite ist, die endlose Diskussion jetzt, was macht Trump mit Putin oder Putin mit Trump? Ich habe das eben bei der Anmeldung für dieses Telefonat gesagt. Wir Europäer müssen aufpassen, auch nichts Neues, aber dass wir hier nicht komplett zermalmt werden. Und zwar zwischen Russland, den Vereinigten Staaten, jetzt repräsentiert durch Trump, der völlig unberechenbar ist, genauso unberechenbar wie Putin, und als dritten Player noch China. Und so wie ich das jetzt sehe, wenn die europäischen Staaten, sprich die EU, ich sage das mal etwas provozierend, weiter so lasch mit dieser Situation umgeht, lasch meine ich, dass sie nicht ernsthaft sich jetzt zusammenrauft, dann werden wir wie das Kaninchen vor der Schlange einfach irgendwann aufgefressen werden. Ich sage das mit Europa deshalb so pointiert, weil ich bei der Bewegung Pulse of Europe mitmache. Und ich habe schon vor Monaten gesagt, wenn wir nicht aufpassen, dann fliegt Europa auseinander und dann haben hier die einzelnen Nationalstaaten in Europa keine Chance mehr. Keine. Nicht vor Amerika, nicht vor China, nicht vor Russland. Herr Rasche, danke für Ihren Anruf. Da wir noch 2 Minuten bis zu den Nachrichten haben, würde ich gerne den ersten Punkt von Ihnen aufgreifen und Herrn Büstron noch mal fragen, ob für Sie das kein Argument ist, dass die NATO friedlich und im Einvernehmen mit den interessierten Staaten vorgegangen ist und Russland militärisch und mit Völkerbruch geantwortet hat. Das macht für Sie keinen Unterschied. Das würde für mich einen Unterschied machen, wenn das denn wahr wäre. Ja. Aber haben Sie das nicht mitbekommen, dass auf dem Maidan Menschen erschossen wurden? Also ich weiß nicht, wie Sie das friedliche Mittel nennen können. Und zweitens, auf der Krim wurde anschließend ein Plebiszit veranstaltet. Da haben sich mit großer Mehrheit die dort lebenden Russen, Ukrainer dafür ausgesprochen, doch ein Teil Russlands zu sein. Also und das Plebiszit ist demokratisch durchgeführt worden. Das wurde auch von westlich, von Gallup überwacht, von der ukrainische Verfassung und gegen die ukrainische Verfassung. Aber Putin hat selber zugegeben, dass er militärisch das abgesichert hat. Nee. Unter den Gewehrläufen der russischen Armee und unter Ausschaltung aller oppositionellen Stimmung. Das nennen Sie demokratisch, das ist interessantes Demokratieverständnis, was Sie hier offenbaren. Herr Büster möchte aber nichts mehr dazu sagen. Dann sage ich Ihnen, dass Sie uns gerne noch anrufen können, wenn Sie sich beteiligen wollen, unter der Rufnummer 00800-4464-4464. Nach den Nachrichten diskutieren wir weiter über die Frage Trump, Putin und der Westen. Passt das noch zusammen mit Ralf Füchs, dem Direktor des Zentrums Liberale Moderne, Peter Büstron, dem Obmann der AfD im Auswärtigen Ausschuss und mit Gernot Erler, dem SPD-Politiker und früheren Koordinator der Bundesregierung für Russland. Trump, Putin und der Westen, passt das noch zusammen? Wir diskutieren hier in Kontrovers heute Vormittag mit Ralf Füchs, dem Direktor des Zentrums Liberale Moderne, mit Peter Büstron, dem Obmann der AfD im Auswärtigen Ausschuss und mit dem
SPD-Politiker Gernot Erler, dem früheren Koordinator der Bundesregierung für Russland. Und wir haben einen neuen Hörer in der Leitung, einen weiteren Hörer, muss man sagen. Herr Haus ruft uns aus dem Breisgau an. Schönen guten Morgen, Herr Haus. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich wundere mich, dass ich also alle Jahrzehnte mal Herrn Erler zustimmen kann. Ich hörte, also er spricht von einem runtergeschraubten Erwartungshorizont und dass es aber eigentlich doch gut sei, dass Trump und Putin miteinander sprechen. Und dem kann ich mich nur anschließen, denn die Weltlage ist hart genug und zu dem, was vorher gesagt worden ist, wir sollten nicht vergessen, die NATO, es ist die NATO, nicht Russland, die NATO ist im Verteidigungsfall seit 9/11. Das heißt, es gibt ein gewisses juristisches Grundpodium und die NATO mischt sich durchaus nicht im Nordatlantik, wie ja der Name sagt, sondern überall auf der Welt mittlerweile in verschiedene Konflikte ein. Und wenn jetzt ein Trump sich mit einem Herrn Putin darüber unterhalten, über all die vielen Konflikte, Syrien zum Beispiel, wo die Amis nichts zu suchen haben, die Russen aber völkerrechtsgemäß von Assad, der legalen Regierung, zu Hilfe gerufen worden sind. Wenn man sich also über Syrien, über Irak, über Nordkorea, über Jemen, über die gesamte Weltlage unterhält, finde ich das absolut deswegen schon allein richtig, weil es die Spannung rausnimmt und uns im Westen die Möglichkeit ergibt, also sich ergibt, den Gedankengang von Putin und nicht nur von Putin, sondern von der chinesischen Regierung auch mit der neuen Seidenstraße eine gemeinsame Weltposition aufzubauen, die dem Westen durchaus dienlich ist, nämlich eine beruhigte euroasiatische Zusammenarbeit, die durchaus auch auf einer Freundschaft, weiteren Freundschaft mit den USA beruhen kann. Also das finde ich absolut richtig. Herrn Füchs stimme ich voll und ganz nicht zu, aber den beiden anderen Diskutanten sehr wohl. Mhm. Herr Haus, dann von mir noch die ergänzende Frage. Sie rechnen also oder Sie können sich durchaus ein konstruktives Ergebnis mit Blick auf all die Krisen und Konflikte, die Sie genannt haben, vorstellen. Im Ergebnis zwischen den beiden, zumindest den Beginn. Trotz der Interessensgegensätze, und hier geht es ja nicht um diese Personalisierung von Trump und Putin, hier geht es um große Interessen von großen Staaten und Staatenblöcken und da gehe ich davon aus, dass all die Berater, die in diesem Zusammenhang dann ja auch immer mit von der Partie sind, dass die sehr wohl all das austarieren können. Da kann nur was Gutes bei rauskommen. Dann von mir noch die Nachfrage, was war das bei Herrn Füchs, was Sie strikt abgelehnt haben? Ja, also den Quatsch mit der Völkerrechtswidrigkeit der angeblichen Annexion der Krim und jede zweite Bemerkung von ihm war Unsinn einfach. Vor allem zu Syrien auch. Das habe ich jetzt leider nicht mitgekriegt. Dazwischen war dieses Telefonat mit Ihrem Mitarbeiter, der mich hier eingeschaltet hat. Also das hatte ich jetzt nicht mitbekommen. Gut, Herr Haus, dann danke für den Moment. Und ich sage erstmal, reicht das weiter an Herrn Erler. Also Herr Haus ist da ja sehr oder eher optimistisch in seinen Erwartungen. Würden Sie auch sagen, bei allem, was wir diskutieren, es besteht doch die Chance, dass tatsächlich mit Blick auf so erhebliche Konflikte wie den in Syrien oder den Atomkonflikt mit Nordkorea oder den Iran, dass es dort so etwas geben könnte wie den Start für eine gemeinsame Basis, von der aus man sich einer Problemlösung jedenfalls nähern könnte? Also auf jeden Fall finde ich es gut, dass es jetzt zu diesem Gipfeltreffen kommt und dass die beiden ins Gespräch kommen. Aber die Ausgangslage muss man sich ganz nüchtern ansehen. Einer steht schon als Gewinner danach fest, das ist Wladimir Putin. Der kommt mit dem Prestige der Weltmeisterschaft da nach Helsinki und der hat ja ein Trauma, sag ich mal, wie viele in der russischen politischen Klasse es pflegen, nämlich diese Akzeptanz auf der gleichen Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten. Das ist ja wirklich ein Trauma seit vielen, vielen Jahren. Und jetzt kann Putin das auch vor allen Dingen durch Bilder deutlich machen, dass er eben gleichberechtigt mit Trump spricht und damit aller Welt und vor allen Dingen natürlich auch im eigenen Land zeigen kann,
wir werden als gleichwertiger Partner hier behandelt und akzeptiert. Also da steht schon mal ein positives Ergebnis fest. Ja. Was Trump angeht, bin ich sehr viel skeptischer, ob der viel Bewegungsfreiheit überhaupt hat. Denn der hat ja nach wie vor dieses Problem zu Hause, dass da untersucht wird, was die russischen Hacker eigentlich in dem Wahlkampf gemacht haben und in welcher Weise sie die Kandidatin Clinton behindert haben oder geschädigt haben. Und deswegen wird die amerikanische Öffentlichkeit natürlich sehr sorgfältig gucken, wie weit Trump etwa Putin entgegenkommt, weil das natürlich im Augenblick für viele bestätigen würde in Amerika, dass es da irgend so eine Querverbindung zwischen den Stäben von Trump und von Putin gegeben hat. Mhm. Das ist gefährlich für ihn. Und deswegen bin ich skeptisch, ob er Kompromissangebote von der anderen Seite annehmen kann. Ich glaube, er muss hier herausgehen als jemand, der im Grunde genommen keine Zugeständnisse macht gegenüber Russland. Sonst hat er an der Heimatfront, hat er zu Hause auf jeden Fall ein Problem. Ich möchte noch mal erinnern an das, was ein Hörer von uns auf unserem Anrufbeantworter gesagt hat. Er hatte das ja kurz auf die Formulierung gebracht, Trump muss aufpassen, dass ihn Putin nicht verschlingt. Viele Beobachter sagen ja, Putin bringt Erfahrung mit, er bringt eine gute Vorbereitung mit, Disziplin und reale Ziele. Und auf der anderen Seite haben wir es mit Trump, mit jemandem zu tun, der oft jedenfalls nach außen den Eindruck vermittelt, er wisse gar nicht, was er sich eigentlich vorgenommen hat für dieses Treffen. Frage an Ralf Füchs, diese Formulierung, Trump muss aufpassen, dass ihn Putin nicht verschlingt, ist da was dran? Ich glaube nicht, dass Trump ein besonders gut verdaulicher Happen ist. Meine Befürchtung ist eher, dass wir zurückfallen in eine Welt, in der unter Großmächten sagen die Einflusszonen neu geordnet werden auf Kosten Dritter, also auf Kosten kleiner und mittlerer Nationen. Es ist natürlich immer besser, wenn geredet, als wenn geschossen wird. Das ist doch gar keine Frage. Aber die eigentliche Frage ist, auf welcher Grundlage sprechen die eigentlich? Ja, geht es darum, dass man sich über Regeln und Normen verständigt, nach denen die internationale Politik funktionieren soll? Oder geht es um reine Machtpolitik? Und dahin wollten wir eigentlich jedenfalls als Europäer nicht zurück. Frage wäre dann an Peter Büstron, der das russische Vorgehen beispielsweise auf der Krim auch verteidigt und gerechtfertigt hat. Herr Büstron, wenn es um die Regeln und die Normen geht, die in solchen Auseinandersetzungen, in solchen Gipfeltreffen, in diplomatischen Verhandlungen gelten sollen, was sind die Regeln und Normen für Sie und ist es gut und richtig, auf das Recht des Stärkeren zu setzen? Ich würde nochmal darauf hinweisen, dass wir ein bisschen verbal abrüsten, dass wir das nicht dramatisieren, dieses Treffen. Sowohl Putin wie Trump sind Realpolitiker. Und ich verstehe auch nicht, warum der Trump so wirklich dramatisch und als irrational verkauft wird. Er ist eigentlich sehr transparent in seinem Handeln. Er hat Sachen im Wahlkampf versprochen, die er jetzt einhält. Nochmal, wenn er sich jetzt darum bemüht, dass das Verhältnis zwischen den USA und Russland sich verbessert, ist das doch gut. Und trotz der innenpolitischen Lage, das hat Herr Erler sehr, sehr gut eigentlich skizziert, Trump sitzt schon ein bisschen in der Falle, denn es wird ihm zu Hause der Prozess gemacht. Das heißt, die Bestrebungen in den USA sind sehr stark, diese Annäherung an Russland zu verhindern. Trotzdem trifft er sich mit Putin. Also ich denke, das ist ein gutes Zeichen. Sie haben ja vorhin gesagt, die Politik der USA gegenüber Russland sei unvernünftig und dumm gewesen. Sie haben jetzt nochmal gerade daran erinnert, was wäre denn aus Ihrer Sicht eine Politik, die klug wäre und vernünftig? Naja, wir haben das doch Anfang der 90er Jahre erlebt. Wir haben eine wunderbare Phase der Entspannung und der Zusammenarbeit auch zwischen der NATO und Russland. Da sind aber auch Versprechen gegeben worden, dass sich die NATO nie an die Grenze Russlands ausdehnen wird. Schauen Sie, die Russen haben mit ihrer Armee den mitteleuropäischen Raum verlassen. Es gibt keine russischen Soldaten in Deutschland mehr. Die haben sich auch aus der Tschechoslowakei zurückgezogen, aus dem ganzen ehemaligen Ostblock. Die Amerikaner sind geblieben. Und
und sie haben die NATO-Truppen eben weiter in Richtung Osten aufgestellt. Ich kritisiere das jetzt nicht. Ja? Ich stelle das einfach mal fest. Jetzt das halten ist wir so. Doch mal ja? fest. Und da muss man einfach sehen, das sind die Fakten und man darf sich nicht wundern, wenn dann auf so eine Aktion und auf so viele Schritte dann auch eine Reaktion von Russland kommt. Und es ist gut, wenn man jetzt die Lage beruhigt und wenn man darüber redet, wie ist der Status quo jetzt in der Ukraine, wie ist der Status quo jetzt in Europa und wie gehen wir damit um und wie geht auch USA und wie geht Russland damit um? Ja? Bevor jetzt diese Legenden als reine Tatsachen stehen bleiben, würde ich doch gerne noch mal darauf verweisen. Herr Füchs, dass bisher weder, haben Sie hier nur Legenden verbreitet. Auch. Und das ein ist Zuhörer hat eine, Sie völlig entlarvt in zwei Sätzen. Eine, ja. Es ist weder eine Garantie gegeben hat gegenüber der damaligen Sowjetunion, die bestand nämlich noch bei den 2+4-Verhandlungen. Es gab mehrfach mündliche Zusagen, das wissen Sie genau so wie ich. Dass die NATO sich nicht nach Osten ausdehnt, sondern im Gegenteil mit dem Abkommen von Paris, was damals dann von dem neuen Russland unterschrieben wurde, wurde ausdrücklich das Recht auf die freie Bündniswahl für alle europäischen Staaten bekräftigt und die gleiche Souveränität aller europäischen Staaten. Das heißt, kein Staat muss um Erlaubnis fragen, welchem Bündnis er beitritt. Es gab damals den NATO-Russland-Rat als Reaktion auf die NATO-Osterweiterung. Es gab die Versicherung, keine Kampftruppen im Osten zu stationieren. Alles das ist eingehalten worden. Es ist einfach absurd, davon zu sprechen, dass die NATO heute eine militärische Bedrohung gegenüber Russland darstellt. Sie sind umgekehrt der Einzige, der davon geht spricht. Es darum, dass nur die Länder, die damals der NATO beigetreten sind, weil sie Russland nicht getraut haben, das war ja der Grund, weshalb Polen und die baltischen Länder in die NATO wollten, die sind heute einigermaßen sicher, während die Ukraine, die sich im Niemandsland befindet, zwischen NATO und Russland, dem Zugriff Putins ausgeliefert ist. Wir haben noch zwei Hörer in der Leitung, denen ich die Chance geben will, sich zu beteiligen. Zunächst zu Herrn Schieritz. Schönen guten Tag. Guten Tag in der Runde. Hallo Herr Schieritz, bitte. Ja, ich habe es gegenüber Ihren Kollegen bereits erwähnt. Meine Hauptkritik ist folgende. Es wird ja immer in Sachen gegen Russland damit argumentiert, die russische Annexion der Krim. Dass hier eine Provokation des Westens vorliegt, dass es überhaupt dazu gekommen ist, eine andere Frage. Allerdings kritisiere ich halt den verschiedenen Maßstab, der hier in Sachen Annexion angelegt wird zwischen Ost und West. Und zwar, man kritisiert und sanktioniert die russische Annexion der Krim. Gleichzeitig wird über die Annexion Israels von Ost-Jerusalem nebst Umland sowie der syrischen Golanhöhen kein Wort verloren. Warum werden nicht beide Annexionen gleich behandelt? Das ist meine Frage und Kritik. Ja, wer in der Runde möchte darauf eingehen? Um Gottes Willen, hat gerade Herr Füchs, waren Sie das? Ja, das habe ich gesagt, um Gottes Willen. Dass man jetzt sagen gleichsetzt die Jerusalem-Frage, ich meine die Annexion Ostjerusalems war Ergebnis eines Krieges von 67, in dem Israel um seine Existenz kämpfen musste. Mit der Annexion der Krim und einem Krieg, den Russland in der Ostukraine vom Zaun gebrochen hat, bei dem inzwischen mehr als 10.000 Menschen ihr Leben verloren haben. Wissen Sie, wir reden hier über Menschenleben. Ja, und das beides gleichzusetzen, finde ich vollkommen an den Haaren herbeigezogen und daneben, tut mir leid. Herr Schieritz, das ist die Antwort hier von Ralf Füchs. Danke für den Anruf. Herr Holz hat sich aus Hamburg heute eingeschaltet. Schönen guten Tag nach Hamburg. So ist es ja. Guten Tag. Ich habe eigentlich nur eine Frage, ob nach 1991 und so weiter, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, nicht eine Möglichkeit bestanden hätte, ein gemeinsames Sicherheitssystem von Russland und dem Westen aufzubauen. Denn Ergebnis ist ja heute, wir haben wieder eine Art kalten Krieg. Gab es da keine Möglichkeit, wo nun Demokratie in Russland einziehen sollte, ein neues oder irgendein gemeinsames Sicherheitssystem aufzubauen? Sehen die Herren das irgendwie? Vielen Dank dass das vielleicht versäumt worden ist. Ja, vielen Dank, Herr Holz, für die Frage. Wer möchte als Erster antworten?
Ja, ich kann das gerne tun. Es ist tatsächlich so, dass solche Versuche gemacht worden sind, vor allen Dingen von Dmitri Medvedev, der von 2008 bis 2012, sage ich mal, zwischen Putin eine Phase der Präsidentschaft hatte. Der hat tatsächlich in seiner Amtszeit einen Vorschlag eines gesamteuropäischen Sicherheitssystems gemacht. Und aus der Nachsicht kann ich nur sagen, es ist bedauerlich, dass dieses nicht ernsthaft von der westlichen Seite geprüft wurde. Man hat natürlich sofort gemerkt, dass sich diese Vorschläge auch in die Richtung bewegen, die NATO überflüssig zu machen, das ist klar. Aber trotzdem hätte man ernsthafter über diesen Vorschlag diskutieren sollen. Aber das ist natürlich hinterher einfach gesagt. Es ist damals nicht erfolgt, eine Diskussion auf hoher Ebene, sondern das ist in bestimmte Arbeitsgruppen der OSZE überwiesen worden. Und da ist dann nie wieder was rausgekommen. Ich bedauere das nachträglich, dass diese Chance so wenig genutzt wurde. Mhm. Viel wird ja auch, wenn es um diesen Punkt geht, an die Rede erinnert von Wladimir Putin selber. Ich glaube, das war 2001 und dann wiederum seine Wutrede 2007, die Frustration über die mangelnde Zusammenarbeit des Westens, in der er das beklagt hat. Ralf Füchs, würden Sie auch sagen, da sind Fehler gemacht worden, das war ein Versäumnis? Ich empfinde als den größten Fehler mit katastrophalen Folgen, die bis heute fortwirken, die amerikanische Irak-Intervention. Das war nicht nur völkerrechtswidrig, das war ausgesprochen fahrlässig und hochmütig zu glauben, man könnte den Irak durch eine Militärintervention von außen neu ordnen. Das hat die ganze Ordnung im Nahen Mittleren Osten ins Wanken gebracht, hat den Terrorismus befördert und das war natürlich auch ein Signal, sagen an Russland, dass man keine Rücksicht mehr auf völkerrechtliche Vereinbarungen zu nehmen hat. Ein Hörer hatte vorhin ja sozusagen die Gefahr gesehen, dass Europa zermalmt wird, geradezu, so hatte er das formuliert, zwischen den USA und auf der einen und Russland auf der anderen Seite. Das passt ein wenig zu der Mail, die uns von Hans Pechel heute Morgen erreicht. Trump und Putin wollen zusammen die EU schwächen, wenn nicht zerstören, damit sie dann endlich ohne lästige Einmischungsversuche ihr weltpolitisches, autokratisches Süppchen kochen können. Das muss man jetzt nicht so formulieren, aber vielleicht diskutieren wir trotzdem über die Frage, wie soll Europa, wie sollen wir denn damit umgehen, dass Donald Trump auf der einen und Wladimir Putin auf der anderen Seite ganz klar ihre Interessen vertreten und dass das oft nicht zusammenpasst mit dem, was die EU will. Ja, also ich meine, hier ist nochmal Gernot Erler. Ich würde nicht dieses Wort zermalmen machen, weil es ist noch viel schlimmer. Sowohl in Moskau als auch in Washington wird die EU nicht als gleichwertiger Partner angesehen. In Moskau ist es inzwischen wirklich so, dass wir diese Diskussion Post-West haben. Also Post-West heißt, die Zeit der Hegemonie des Westens ist endgültig zu Ende. Natürlich auch die Hegemonie von den Vereinigten Staaten. Wir sind auf dem Weg in ein multipolares Weltsystem, wo es eben mehrere Ordnungsmächte gibt. China sieht sich heute als Ordnungsmacht, Russland sieht sich als Ordnungsmacht und tritt auch weltpolitisch so auf. Und die EU spielt da gar keine Rolle mehr. Die ist Post-West, also verschwunden als Partner beziehungsweise als ernstzunehmender Faktor, weil sie eben tatsächlich viele Probleme hat. Das müssen wir ja zugeben. Aber wir müssen uns eigentlich darum kümmern, vor allen Dingen, dass die EU doch noch einen Platz hat in diesem globalen Spiel und in dieser globalen Politik. Und das kann die EU nur haben, wenn sie endlich mehr von ihren eigenen Problemen löst. Ich will die nicht alle aufzählen hier, aber es gibt so viele ungelöste Probleme innerhalb der EU, dass dieses Nicht-Ernst-Nehmen von anderen Kräften durchaus einen realpolitischen Hintergrund hat. Herr Füchs hat das doch wunderbar gesagt. Der hat gesagt, hochmütiges und fahrlässiges Verhalten der Amerikaner im Irak. Und die beiden Adjektive passen auch auf das Verhalten in Syrien und in anderen Teilen der Welt, wo sich die Amerikaner unter Barack Obama engagiert haben, diese Regionen destabilisiert haben. Und da sind wir schon wieder bei Trump, wenn er das Kind beim Namen nennt und sagt, ja, das war falsche Politik, die wollen wir jetzt begradigen, dann ist das doch gut. Und Herr Erler hat absolut recht. Natürlich sind wir raus aus der bipolaren Welt. China erstarkt
Und die EU wird nicht für voll genommen, weil sie mit so vielen internen Problemen zu kämpfen hat. Wir sind tatsächlich der schwächste Player auf der weltpolitischen Bühne. Putin hat Russland stabilisiert. Das Bruttoinlandprodukt hat sich verdoppelt seit 1999. Also er hat es wirtschaftlich stabilisiert, er hat es politisch stabilisiert. China ist erstarkt und erwachsen. Die Weltlage hat sich komplett verändert und die EU wird immer schwächer, während die anderen Player immer stärker werden. Herr Treue meldet sich aus Kiel in die Sendung. Schönen guten Tag in den Norden. Hallo, Herr Treue. Hallo nach Köln. Bitte Ihre Frage oder Ihre Anmerkung. Ja, ich verfolge das mit wohligem Grausen, diese Diskussion. Und ich bewundere Herrn Füchs vor allen Dingen, dass er hier überhaupt noch ohne schwere Leiden aus dieser Diskussion herausgeht. Es ist wirklich einiges, ist unerträglich, das muss ich wirklich sagen. Ich bin selbst in der DDR groß geworden, in Görlitz, ganz im Osten, ganz in der Nähe von der ehemaligen Heimat von Herrn Büstrom. Und ich habe die DDR und auch die Sowjetunion noch gut kennengelernt, ich bin Jahrgang 66. Und mich treibt so eine Frage um, einmal eine direkte Frage an Herrn Büstrom als Person, aber auch eine allgemeine Frage, was die AfD, die sogenannte AfD angeht. Herr Büstrom, Sie sind in der Tschechoslowakei geboren worden, ja, und aufgewachsen, ja, und wie ich gelesen habe, 87 dann in den Westen geflohen. Und was mich wundert ist, dass, das hängt wahrscheinlich auch mit der Grundfrage zusammen, diese Putin-Nähe, Sie treten bei RT auf als Deutschland-Experte. Haben Sie vergessen, was gerade in der Tschechoslowakei durch die russische, sowjetische Besatzung nach dem Zweiten Weltkrieg an Unterdrückung von Freiheit, von Demokratie, die Sie übrigens da, oder Ihre Eltern dazu getrieben haben, dieses Land zu verlassen, angerichtet haben. Jetzt werden Sie wahrscheinlich antworten, Putin ist nicht mehr die Sowjetunion. Da möchte ich aber gern widersprechen, denn die Abwandlung von der Sowjetunion hat Putin nie vollzogen. Es mag heute kapitalistisch zugehen mit dem aufgesetzten Orthodoxie, aber es ist doch nichts anders geworden. Es ist ein KGB-Offizier, der seine Machtpolitik durchführt. Ich verstehe nicht Ihre absolut kritiklose Nähe zu Russland. Sie heißen alles, aber auch alles gut. Sie finden nicht einen kritischen Ansatz. Herr Treuer, wir haben noch 2 Minuten, deswegen wollte ich Ihnen signalisieren. Das möchte ich gerne beantwortet haben. Sehr schön. Zusammen mit der Frage, warum gerade die extremen Parteien wie FPÖ, Front National und auch die AfD so von Putin hofiert bzw. auch finanziell gefördert werden. Ich verstehe es nicht. Ja, das stimmt leider nicht, Herr Treuer. Ich sage leider, wir hätten das Geld gerne, aber es gibt keine Unterstützung von Putin oder von Russland. Aber danke politische für die Frage. Schon, politische ich, schon. Ich versuche das jetzt in den 2 Minuten schnell zu beantworten. Ja, also, wir Herr haben Treuer, danach noch Zeit. Ich war in Görlitz, ich habe da Wahlkampf gemacht. Es ist richtig, ich komme aus der Tschechoslowakei. Ich bin geflüchtet. Selbst, also mit 16 und ich habe hier Asyl bekommen in Deutschland. Ich bin geflüchtet vor dem Kommunismus und selbstverständlich waren damals die Sowjetunion, die Besatzungstruppen der größte Feind. Die USA waren für mich der Leuchtturm, die Hoffnung, ein Land der Demokratie. Ich habe Radio Free America immer gehört, Voice of America hieß es, Radio Free Europe. Also das waren für mich wirklich die Leuchttürme der Demokratie. Sie haben einen Teil der Antwort schon gegeben. Also die Sowjetunion oder das Russland ist nicht die Sowjetunion. Und ich kann Ihnen das auch erklären. Schauen Sie, die Generation meiner Großeltern, die hat den Zweiten Weltkrieg erlebt. Und für die war Deutschland immer das Nazi-Deutschland. Und diese Generation muss sich das genauso immer erklären. Auch meinen Großeltern, die gesagt haben, oh Gott, wie konntest du nach Deutschland flüchten? Das sind doch die bösen Nazis. Genauso denen habe ich erklärt, nein, Deutschland ist nicht mehr das Dritte Reich. Das ist ein ganz anderes Land. Und genauso ist Russland nicht mehr die Sowjetunion. Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Aber sie agiert doch so. Überhaupt nicht. Wie denn? Ja, für Putin war der Untergang der Sowjetunion die größte Katastrophe. Die letzte Okkupation eines Landesteiles. Herr Treuer, es ist furchtbar, dass ich Sie unterbrechen muss, aber die Nachrichten warten. Wenn Sie wollen, können wir Sie nochmal anrufen und nach den Nachrichten nochmal den Faden aufnehmen, wenn Sie mögen. Rufen wir gleich nochmal an. Bis gleich. Trump
Putin und der Westen, passt das noch zusammen? Das diskutieren wir noch bis 11.30 Uhr hier im Deutschlandfunk mit Ralf Füchs vom Zentrum Liberale Moderne, mit Gernot Erler, dem SPD-Politiker und früheren Russland-Koordinator der Bundesregierung, und mit Peter Büstron, dem Obmann der AfD im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. Und von ihm wollte unser Hörer Herr Treue aus Kiel vor den Nachrichten wissen, warum die AfD allgemein so russlandfreundlich sei, warum sie so kritiklos sei gegenüber der Politik Russlands. Herr Büstron hatte darauf geantwortet und ich habe jetzt Herrn Treue nochmal in der Leitung, um zu erfahren, Herr Treue, sind Sie mit der Antwort zufrieden, die Herr Büstron vor den Nachrichten gegeben hat? Ich bin mit einem Teil der Antwort zufrieden. Ich kann vieles nachvollziehen, weil ich selbst als DDR-Bürger große Liebe zur freien Presse, zum RIAS Berlin hatte. Dann ist er weggegangen, Herr Büstrom, und er hat heute erfahren, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, so wie ich auch. Und die USA sind für mich immer noch ein großartiges Land, das uns viel gebracht hat, und umso tragischer sehe ich die Entwicklung mit Herrn Trump und so weiter. Das eine ist aber das andere ja nicht. Das heißt auch nicht gleichzeitig, dass sich ein System wie das in Russland, das so viele Journalisten auf dem Gewissen hat, so viele Morde an Journalisten, immer nur kritische Journalisten, keine Pressefreiheit, ein Personenkult, Stalins Erbe wird wieder kritiklos hingenommen. All das kann man doch gerade als ein Mensch, der aus dieser Gegend kommt, nicht einfach hinnehmen. Und ich glaube, Herr Büstrom, Sie sind ein Musterbeispiel dafür, dass Sie genau dieser Medienpolitik Russlands aufgesessen sind. Sie sind ein Gefangener dieses Systems, denn Sie können, selbst wenn Sie es wollten, kein kritisches Wort mehr tun. Sie sind RT-Experte für Deutschland. Sie verwechseln Dinge, sie machen Whataboutism der besten Art und Weise. Es gab nur eine, im Zweiten Weltkrieg, eine Landnahme, die ähnlich funktioniert hat mit den Minderheiten. Das war die in ihrer Gegend. Das war Nazi-Deutschland, das Sudeten und Tschechien da okkupiert hat. Und das hat Putin gemacht. Er hat baugleich nachgemacht. Er hat ein nationalistisches Konstrukt erzeugt, hat eine Befragung oder hat die Minderheit dort vorgeschoben und hat Land annektiert. Das haben auch die Amerikaner nie getan und auch die Europäer. Man kann kritisch gegenüber all diesen Kriegen sein, das bin ich auch. Aber sie verwechseln das und sie weichen immer von der Fragestellung ab. Russland hat einen souveränen Teil eines souveränen europäischen Staates, international anerkannt, annektiert und vereinnahmt, aus strategischen Gründen. Und wenn Sie das nicht kritisieren können, dann tut es mir leid, dann sind Sie jeglicher Debatte entbunden, denn die gesamte Welt, fast die gesamte demokratische Welt, sieht das so. Und es tut mir leid, Sie als AfD scheinen immer nur den Krawall zu suchen, und sie hofieren diejenigen, die in ihrer Auffassung von freier Demokratie und Medienfreiheit ihrer Sichtweise nämlich sehr gut entsprechend einschränken, lenken, am besten die Posten besetzen, so wie in Polen oder in Ungarn. Das ist ihre Politik, deswegen finden sie Putin so toll. Geben auch wenn er früher KGB-Offizier war, in der DDR Stasi-Verbindungsoffizier. Das wird alles weggewischt. Herr Treu, vielen Dank. Gilt das alles nicht. Geben Sie Herrn Büstron noch die Gelegenheit, darauf nochmal zu antworten. Ja, Herr Treue, vielen Dank. Also Sie sind sehr kritisch und haben in einigen Sachen recht, aber in einigen nicht. Also ich und auch die AfD, wir sind nicht kritiklos gegenüber Russland. Nur gibt es hier so viele Kritiker, die das Land schon kritisieren, dass wir, denke ich mal, und jetzt kommt auch meine eigene Biografie ins Spiel, aus einem Bedürfnis nach zumindest ein bisschen Fairness in Teilen die russische Politik erklären und in Teilen sogar verteidigen. Ja? Jetzt haben Sie zwei oder dreimal gesagt, ich bin bei Russia Today als Kommentator. Gut, ich habe politische Wissenschaft studiert, ich habe genauso für CNN Interviews gegeben, ich gebe tschechischen, polnischen, slowakischen Medien Interviews. Also bitte leiten Sie ja nicht von einzelnen Sachen immer etwas ab, was nicht dahinter steckt. Ich wende mich persönlich schon dagegen, dass alles, was jetzt aus Sicht des jetzigen Establishments schiefläuft in Europa oder in der Welt, Russland oder Putin in die Schuhe geschoben wird. Wir haben das erlebt in Frankreich, als Marie Le Pen sehr stark war. Da hieß es, das hat Putin bezahlt. Als sich die Engländer in einem, und ich denke, das werden Sie alle anerkennen, freiem demokratischem Referendum entschieden haben,
dieses sinkende Schiff EU zu verlassen, also für Brexit sich entschieden haben, da hat man auch gesagt, oh, Putin ist schuld, nicht? Hillary Clinton hat die Wahlen verloren, Putin ist schuld. Also ich wundere mich, dass man nicht sagt, hier die Kroaten haben WM verloren, Putin ist schuld. Also dagegen wehre ich mich. Ich möchte einfach mal, dass hier Gleichgewicht der Kräfte hergestellt wird und eben trotz meiner Vergangenheit, obwohl ich die Sowjetunion sehr, sehr kritisch gesehen habe und immer noch sehe, verteidige ich jetzt das neue Russland in bestimmten Bereichen. Gehen wir einen Schritt weiter. Herr Dr. Klaus Wagner mailt uns heute Morgen: eine Normalisierung der Beziehungen, gemeint ist zwischen den USA und Russland, sollte nicht an der Krim-Frage oder Ostukraine scheitern, auch nicht an den Ängsten des Baltikums und manch anderer Osteuropäer vor einer russischen Invasion. Setzen wir doch etwas dagegen. Wirtschaftssanktionen gegen Russland bewirken da wenig bis nichts. Herr Büstron, ist das ungefähr Ihre Position? Ja, dass die Wirtschaftssanktionen nichts gebracht haben, das ist Fakt. Das müssen wir sehen. Die sind auf ganzer Linie gescheitert und das die waren auch falsch. Na gut, dann bitte. Ralf Füchs. Dass die Wirtschaftssanktionen nicht wirken würden, ist falsch. Das sieht man ja schon an den ständigen Versuchen des Kremls, sie wieder loszuwerden. Sie haben bisher keinen Politikwechsel in Russland bewirkt, aber sie sind das einzige Instrument, das Europa besitzt, weil wir gerade ja nicht militärisch antworten wollen auf die Aggression gegenüber der Ukraine, um diesen Völkerrechtsbruch zu markieren und gegenüber Putin zu signalisieren, bis hierher und nicht weiter. Das ist ein Instrument der Diplomatie, Wirtschaftssanktionen. Und als solche müssen sie auch aufrechterhalten bleiben, solange die Gründe dafür nicht verschwinden. Gernot Erler, vielleicht auch zu diesem Punkt. Wirtschaftssanktionen ist ja auch in der SPD ein viel diskutiertes Thema. Da gibt es die einen, die wollen Russland da weiter entgegenkommen, und die anderen sagen, nein, wir müssen da konsequent bleiben. Es gibt feste Verabredungen. Erst wenn es substanzielle Fortschritte, sagen wir, beim Minsker Friedensversuch gibt oder bei der Krim, dann können wir über die Beendigung der Sanktionen sprechen. Es wird häufig übersehen, was eigentlich der politische Kontext von diesen Sanktionen gewesen ist. Ralf Füchs hat eben völlig richtig bemerkt, dass es eine Entscheidung gegeben hat in der EU, die dann auch von Amerika akzeptiert wurde, nämlich zu sagen, für uns kommt eine militärische Lösung dieses Konfliktes, zum Beispiel durch eine Aufrüstung der Ukraine, nicht in Frage, sondern es kann nur eine politische Lösung geben. Das Problem dabei war aber, wie kann man auch in der Öffentlichkeit, in der eigenen Öffentlichkeit, das vernünftig begründen, dass man da eine Chance hat mit diesem Verzicht auf militärische Lösungen und mit der ausschließlichen Wahrnehmung einer politischen Lösung. Da braucht man tatsächlich, um das glaubwürdig zu machen, nicht, irgendein Druckmittel. Und dieses Druckmittel für eine politische Lösung des Konfliktes, das sind genau die Sanktionen. Und deswegen sind sie ja auch gekoppelt an die Umsetzung des Minsker Abkommens von 2015. Das heißt, es ist immer wieder von der deutschen Politik, von der europäischen Politik gesagt worden, die Sanktionen können in dem Augenblick wegfallen, wo das, was beide Seiten, die Ukraine und auch die russische Seite, unterschrieben haben, für richtig erklärt haben, diese 13 Punkte des Minsker Abkommens vollständig oder wenigstens teilweise umgesetzt werden. Und in diesem Kontext haben wir auch eine große Verantwortung, weil wir sind Teil dieses Normandie-Formats, wo also Deutschland, Frankreich, Ukraine und Russland sich bemühen, eine solche politische Lösung zu finden. Bisher ist es leider so gewesen, dass bei allen Treffen, egal ob auf Ministerpräsidentenebene, Präsidentenebene oder Außenministerebene, immer wieder wir von beiden Seiten, von der Ukraine und von Russland, hören, man steht zu dem Minsker Abkommen, man ist bereit, es umzusetzen. Punkt 1 heißt Waffenstillstand, und seit 3,5 Jahren wird das nicht umgesetzt. Das heißt, am selben Tag noch, wo Putin und Poroschenko sagen, sie stehen zu dem Minsker Abkommen, gehen die Kampfhandlungen, die schon 10.500 Menschen das Leben gekostet haben, vor Ort weiter. Ein unerträglicher Zustand. Und deswegen bin ich auch froh, dass jetzt wieder diplomatische Bemühungen nach einer längeren Pause, die was mit den Wahlkämpfen in Deutschland und Frankreich zu tun haben, dass jetzt dieser Prozess wieder verstärkt aufgenommen wird. Aber damit haben Sie, Herr Erler, gerade bestätigt,
dass die Sanktionen nicht erfolgreich waren. Denn man hat sich von den Sanktionen versprochen, durch diesen wirtschaftlichen Druck diesen Waffenstillstand herbeizuführen. Nein, Sie haben mich völlig falsch verstanden. Weil nein, es ist nie das Ziel gewesen, Russland in die Knie zu zwingen wirtschaftlich. Oder. Ja, was war denn das Ziel der Wirtschaftssanktionen? Ich sage das doch gerade, um diese Entscheidung, dass man sich eindeutig auf eine politische, nicht militärische Lösung verständigt, glaubwürdig zu machen, damit man irgendeinen Hebel dabei hat. Und insofern war es nie das Ziel, irgendwie Russland zu bestrafen oder so etwas, sondern es ging darum, die Chancen für eine politische Lösung zu erhöhen. Ja, und also nochmal, die Sanktionen haben zweierlei bewirkt. Erstens Einbruch der deutschen Exporte nach Russland, gerade im Lebensmittelbereich, Fleisch aus Bayern, Obst aus Ostdeutschland. Das ist geschuldet den Gegensanktionen von Putin. Ja, die Exporte genau sind eingebrochen, wir haben Arbeitsplätze verloren. Gleichzeitig hat Russland natürlich diese Sachen substituiert. Einmal durch die Stärkung der Eigenproduktion und einmal durch Importe aus anderen Ländern. Das heißt, wir haben unterm Strich Märkte verloren. Das ist das Resultat der Sanktionen. Und das, was erreicht werden sollte, dass in der Ukraine keine Kampfhandlungen mehr stattfinden, das ist nicht eingetreten. Deswegen aus meiner Sicht sind die Sanktionen komplett gescheitert. Ich würde umgekehrt sagen, sie haben bisher keinen Politikwechsel bewirkt auf der russischen Seite, weil sie eher halbherzig waren. Wenn man nur noch Nord Stream 2 erinnert, also die zweite Gaspipeline aus Russland nach Deutschland, die spaltet ja nicht nur Europa und konterkariert eine gemeinsame europäische Energiepolitik, sondern die signalisiert natürlich auch gegenüber Russland, wir sind bereit, weiter mit euch Business as usual zu machen, Milliarden an Gazprom zu zahlen, also dem Staatskonzern, auf den sich Putin stützt, neben der Ölindustrie. Und genau das hat in Russland mit dazu beigetragen, dass man dort auf Zeit spielt, dass man darauf wartet, dass der Westen schon in die Knie gehen wird und dass die Europäische Union an der Sanktionsfrage sich auseinanderdividiert. Wir müssen entschiedener und entschlossener sein, wenn wir eine politische Wirkung erzielen wollen. Das gilt sowohl gegenüber Putin wie gegenüber Trump. Ja, aber jetzt argumentieren Sie wie ein Pressesprecher von Trump. Ja? Wir sollen vielleicht das teurere amerikanische Flüssiggas kaufen aus politischen Gründen und sich nicht am Markt orientieren, wenn wir hier eine Gaspipeline haben aus Russland. Also weil sich zu 70% von einem Exporteur abhängig zu machen, und das wäre der Fall, wenn diese zweite Pipeline in Betrieb geht, das ist wirtschaftlich und politisch vollkommen unsinnig. Wir können unsere Gaslieferungen diversifizieren. Da geht es nicht nur um amerikanisches, sagen Flüssiggas. Der Gasmarkt globalisiert sich gerade, der Preis geht nach unten. Es gibt überhaupt keinen Grund, weder energiewirtschaftlich noch politisch für diesen Deal. Wir haben noch einen weiteren Hörer in der Leitung, den ich gerne einbeziehen möchte. Herr Knut aus Berlin. Schönen guten Tag, Herr Knut. Ja, schönen guten Tag. Ich habe mal eine Frage dazu, eine These. Ist es nicht so, dass durch das Verhalten von Herrn Trump, was ich nicht gut finde, möchte dazu sagen, gezeigt wird, wie schwach wir Europäer eigentlich sind? Die Amerikaner sind führend in der NATO, ganz klar. Ökonomisch glaube ich auch, das sieht man ja auch jetzt hier mit dem Wirtschaftskrieg, der da entsteht, dass deutsche Firmen schon Angst haben, dass sie da ihre Gelder verschwinden. Auch politisch in hochrangigen Organisationen wie der UNO, wenn die sich jetzt vom Pariser Klimaschutzabkommen zurückziehen, können wir das gar nicht ausgleichen oder gegenhalten. Das sind mit die größten Länder, mit die stärksten, auch wenn wir, das Richtige ist dagegen, auch wenn wir daran festhalten sollten. Das ist alles jetzt nicht, was ich irgendwie kritisiere, aber man muss doch mal zur Kenntnis nehmen oder sehen, dass die Amerikaner eine führende Rolle haben, dass sie bis jetzt gut gefahren sind, weil die amerikanischen Präsidenten oder Führung, weil es ihnen entweder gepasst hat oder weil es ihnen Vorteile gebracht hat, gesagt haben, gut, das registrieren wir, das nehmen wir so hin. Und jetzt kommt einer, leider, der da poltert, teilweise auch recht hat vielleicht mit seinem Poltern, muss jeder selbst entscheiden, aber der führt uns doch vor Augen, dass wir gar nicht so stark, wie wir immer wollen oder wie uns das eingeredet sind oder wie wir uns das selbst einreden sind. Da wird immer von vier Gruppen gesagt, China, Russland, USA, Europa, aber Westeuropa gehört doch gar nicht rein. Selbst wenn Westeuropa vereint wäre, und das sind wir ja gar nicht, das ist ja auch eine Frage, können wir da gar nicht mitspielen in der Liga. Und ist nicht der erste
Schritt, um da was zu ändern, erstmal zur Kenntnis zu nehmen, die Realität anzuerkennen, sagen, ja, das ist so. Und jetzt gucken, der nächste Schritt, wie können wir das ändern? Wie können wir vielleicht teilweise uns Amerikanern zuwenden und sagen, naja, an bestimmten Punkten hat der Trump recht. Und wie weit können wir auch sagen, gegenüber Russland, passt mal auf, bis dahin da die Grenze, aber so geht das nicht weiter. Und dass man dort in dieser Art und Weise einen Weg findet. Aber dass man sich jetzt ständig vormacht, ja, wir sind da große Player mit, das stimmt doch nicht. Ich finde, kommen wir nie weiter. Herr Knut, vielen Dank dafür. Ich finde, das ist ein ausgezeichneter Start für die letzten 10 Minuten unserer Diskussion hier heute in Kontrovers. Fangen wir also damit an, mit dem Eingeständnis, das Herr Knut eingefordert hat. Herr Füchs, Herr Erler, vielleicht Sie zunächst. Ist das eine zutreffende Beschreibung der Wirklichkeit? Wir werden jetzt spätestens, wird uns jetzt vor Augen geführt, dass wir nicht auf Augenhöhe mithalten können. Das würde ich unterschreiben, ja. Wir haben es uns zu lange bequem gemacht im Windschatten der USA, vor allem außensicherheitspolitisch. Das gilt für die Bundesrepublik noch mehr als etwa für Frankreich oder Großbritannien, und werden jetzt auf den Boden der Tatsachen geworfen, dass die Europäische Union eben nicht wirklich ein Global Player ist, dass wir außen- und sicherheitspolitisch nicht gemeinsam auftreten und schon gar nicht auf Augenhöhe mit den Weltmächten. Ich würde allerdings sagen, dass wir ein bisschen vorsichtig sein sollten, jetzt definitiv das transatlantische Bündnis in die Tonne zu treten. Trump ist nicht Amerika. Es gibt eine starke Opposition gegen Trump, sowohl im Senat, im Kongress in den USA, bei den Bundesstaaten, in der Zivilbevölkerung, in den Medien. In Wirklichkeit haben wir ja einen Konflikt, der sich quer durch Amerika und Europa zieht, zwischen liberalen und antiliberalen Kräften, zwischen nationalistischen und eher international orientierten, zwischen denen, die die offene Gesellschaft vertreten und die sich abschließen wollen. Und das heißt, wir brauchen ein transatlantisches Bündnis der Demokraten und sollten nicht vorschnell das Bündnis mit den USA abschreien. Aber richtig ist auf jeden Fall, dass Europa außenpolitisch erwachsen werden muss. Herr Bistron, die Analyse, ist die richtig, und wo stehen Sie in dieser Auseinandersetzung, die Ralf Füchs gerade beschrieben hat? Oh, also über weite Teile habe ich Herrn Füchs zugestimmt und auch dem Zuhörer. Es ist tatsächlich so, dass die Europäische Union überhaupt kein Gegengewicht zu den USA oder zu China oder zu Russland darstellen kann, weil wir gespalten sind. Die Europäische Union hat so massive Probleme, dass eben einer der drei Nettozahler die Union verlassen wird. Das ist UK. Also das muss man sehen und das muss man auch so anerkennen. Das, was Herr Füchs zum Schluss gesagt hat, mit liberalen Kräften, da stellen sich mir alle Nackenhaare bergauf. Also wie ein ehemaliger Kommunist überhaupt das Wort liberal in den Mund nehmen kann, das finde ich sehr bedenkenswert. Sehen Sie, ich habe auch aus meiner Geschichte gelernt. Naja, Sie sind gescheitert schon 68 mit Ihren Kumpanen Joschka Fischer und Co., als Sie den Arbeitern bevor es hier zu persönlich wird. Sie werden doch lebendiger. Ja, alles gut. Sie haben gesagt und mehrfach wiederholt. Ich bin ja auch persönlich gefragt worden, warum ich als Flüchtling überhaupt etwas Gutes an Russland stehen lassen kann. Da kann ich doch Herrn Füchs mit seiner Vergangenheit und vor allem mit seiner jetzigen Tätigkeit konfrontieren. Also bitte. Ich wüsste nur von Ihnen. Die Trennlinie ist doch gar nicht so, wie Sie das beschreiben. Wir haben hier einen Paradigmenwechsel in ganz Europa und durch Trump auch in der ganzen Welt mittlerweile. Die Menschen sind es satt, sich das von selbsternannten Eliten immer wieder sagen zu lassen, was sie zu denken haben und wie sie zu handeln haben. Und die Bewegung ist eben zurück dazu, dass Parteien gewählt werden, die das umsetzen wollen, was die Menschen wollen. Und das ist genauso bei Trump. Das ist eine Anti-Establishment-Bewegung. Das hat mit deren Trennlinien überhaupt nichts zu tun, die Sie beschrieben haben. Herr Bistron, was mir nur fehlt in Ihren Ausführungen ist, was wollen Sie umsetzen? Sie haben noch keinmal in dieser Sendung, wenn ich es richtig sehe,
eine Vorstellung davon entwickelt, was sie denn im Verhältnis zwischen USA und Trump, im Verhältnis zwischen der EU und den Vereinigten Staaten, in welche Richtung es nach ihrer Ansicht denn gehen sollte? Naja, Sie haben gar nicht danach gefragt und wenn Sie das jetzt tun, werde ich das sehr gerne beantworten. Wir sind für Realpolitik. Selbstverständlich möchten wir gute Beziehungen zu den USA aufrechterhalten und auch gute Beziehungen zu Russland haben. Und daraus ergibt sich ganz automatisch, dass wir für eine Entspannung, verbale Entrüstung eintreten. Und das habe ich gleich am Anfang gesagt. Verstehen Sie, es kann doch nicht sein, dass selbst ein Uli Hoeneß hier abgewatscht wird, nur weil er sagt, ach, Russen haben die WM ganz gut hingekriegt. Und da wundere ich mich wirklich, dass Herr Erler sich so wenig eingebracht hat. Ich habe mir viel mehr von ihm erhofft. Er hat schon 2013 geschrieben, Schluss mit dem Russland-Bashing. Ja? Also Herr Erler, Sie sind doch der erfahrenste von uns drei hier. Bitte bringen Sie sich auch ein bisschen ein. Herr Erler, wenn Sie mögen. Ja, auch wenn das ein vergiftetes Angebot ist. Nein, so war das wirklich nicht gemeint. Auch nein, wenn Sie nein, jetzt Herr in der Bisson, SPD Sie, sind und nicht in der AfD, Sie aber sind ich meine das ganz ehrlich. Ein geschickter Gesprächspartner, aber wenn man hier spricht von Europa und sich beklagt, dass Europa nicht so stark ist, wie es eigentlich sein könnte, dann hängt das auch mit den rechtspopulistischen Kräften ab, die in Europa immer mehr... Vertauschen Sie Ursache und Wirkung. Mit denen Sie zusammenarbeiten und mit denen Sie sich gegenseitig stützen. Und wir haben in der Tat eine Spaltung in der EU in doppelter Hinsicht. Wir haben eine Nord-Süd-Spaltung. Die Nordländer sind wohlhabender und haben auch höhere Arbeitsraten, Beschäftigungsraten. Die Südländer haben mehr als 50% Jugendarbeitslosigkeit. Und das ist natürlich ein schlimmer Verstoß gegen die Überzeugungen innerhalb der EU, weil ein Teil ja auch ist, dass ungefähr gleicher Lebensstandard in der EU sein sollte. Wir haben eine andere Teilung zwischen Ost und West und da komme ich zu diesen illiberalen Demokratien, die im Osten am Entstehen sind, in Ungarn und in Polen, und sie haben mit den dortigen Kräften engste Kontakte und arbeiten mit denen zusammen. Das stimmt nicht. Die CSU hat viel engere Kontakte zu Orbán als die AfD. Jetzt das müssen Sie anerkennen. Nicht das zu ist, Herrn Seehofer was zu sagen. Ja, aber das ist Fakt. Das ist Fakt. Orbán hat viel engere Kontakte zu CDU, CSU. Damit geben Sie doch zu, dass Sie enge Kontakte haben, nur andere haben noch engere. National, ich meine, und zur FPÖ, also... Ja, also ich wollte eigentlich damit sagen, ich könnte auch noch auf die Frage der gerechten Verteilung der Lasten bei dem Flüchtlingsproblem kommen, wo auch bisher die EU nicht vorankommt. Und natürlich ist der Brexit eine große Herausforderung. Aber insgesamt ist es doch so, dass neben sicherheitspolitischen Fähigkeiten, Herr Füchs hat darauf hingewiesen, das ist natürlich richtig, dass auch die EU hier entsprechend ihrer Größe mit 500 Millionen Menschen auch Verantwortung international übernehmen muss. Das tut sie übrigens auch schon, aber möglicherweise zu wenig. Aber entscheidend ist doch, diese internen Probleme endlich mal zu lösen. Macron hat im Herbst letzten Jahres eine Rede an der Sorbonne gehalten. Im Grunde genommen ist es also geradezu eine Tragödie, dass die guten Vorschläge, die dort ganz explizit und konkret gemacht worden sind, bisher auch leider von der Bundesregierung nicht so aufgenommen worden sind, wie sich das ich mir wünschen würde. Und da ist sehr viel drin, was man machen könnte, um die EU stärker zu machen. Und das auch im gesellschaftlichen Bereich und nicht nur im militärischen Bereich. Mit der Bitte um eine wirklich kurze Antwort, weil wir noch 2 Minuten haben. Ralf Füchs vielleicht zunächst. Sind Sie optimistisch, dass Europa sich angesichts dieser Herausforderungen zusammenraufen kann? Ja, vom Grundton bin ich optimistisch. Ich glaube, dass heute demokratische Werte in Europa viel tiefer verankert sind, als das in der Zwischenkriegszeit in den 20er, 30er Jahren der Fall war, dass die junge Generation viel stärker schon europäisch denkt und lebt. Vielleicht brauchen wir diese Krise, brauchen diese Herausforderung, um aufzuwachen aus der Lethargie und die großen Hausaufgaben anzupacken, von denen Herr Erler schon gesprochen hat, um die Europäische Union wieder auf Vordermann sagen zu bringen. Das ist nicht nur Außensicherheitspolitik, das ist der Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit, das ist ökologische Modernisierung und vor allem eine gemeinsame Flüchtlingspolitik. Peter Büston, ein bisschen Zeit haben wir noch, wenig allerdings. Auch für Sie in die Gelegenheit nochmal einen Ausblick, wie gut sind die Chancen, dass Europa das schafft? Ja, ganz großer Unterschied zwischen Europa und EU.
Europa ist ein großartiges Kontinent. Wir haben hier großartige Völker und Staaten und die werden das sicher schaffen. Aber die EU wird es nicht schaffen. Die EU ist ein fehlerhaftes Konstrukt. Der Euro ist ein fehlerhaftes Konstrukt. Und wir werden diese Krise erstmal durchstehen müssen. Und dann kann Europa wirklich aus den Ruinen auferstehen. Peter Büstron, der Obmann der AfD im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. Danke für die Teilnahme an dieser Sendung. Ebenso Ralf Füchs, Direktor vom Zentrum Liberale Moderne. Und Gernot Erler, der SPD-Politiker und frühere Koordinator der Bundesregierung für Russland. Danke für Ihre Zeit, für Ihr Interesse. Einen schönen Tag.